Ich hatte neulich einen richtig coolen Gedanken und zwar ist mir klar geworden, wo Avalon liegt. Ich denke, jedem von euch ist Avalon aus der Artus-Sage bekannt. Das ist die sagenumwobene Insel, die immer nebelumfangen ist und in einem großen Meer liegt, auf die Artus nach seinem Tod kommt. Wenn man sich die Artus-Sage aber mal genauer anschaut, dann wird einem relativ schnell klar, dass sie eigentlich gar nicht in Großbritannien spielt, sondern in Kleinbritannien. Und ich selber war als Kind mit 10 Jahren oder so mal in der Bretagne. Und die Bretagne wirbt noch heute dafür, dass sie eigentlich die Insel ist. Oder Halbinsel, in der die Artus-Sage hauptsächlich spielt. Dass an der Küste der Bretagne quasi Camelot gelegen hat. Und es gibt dort auch einen sogenannten Merlinswald, das heißt den Wald, in dem der sagenumwobene Zauberer Merlin gelebt haben soll. Und nach seinem Tod kam Artus dann auf die sagenumwobene, nebelumfangene Insel nördlich der Bretagne. Und das ist die Insel, die wir heute Großbritannien nennen. Und wenn man mal weiter analysiert, worauf die Artus-Sage letztlich zurückgeht, nämlich grundsätzlich auf die Gründungsgeschichte von England bzw. von Großbritannien als Königreich, dann stellt man eben auch fest, dass es hauptsächlich Bretonen, Angeln und Sachsen waren, die eben nach Großbritannien übergesiedelt sind. Und die Halbinsel, die man heute Bretagne nennt, die wurde noch bei den alten Römern Britannia Minor genannt, Kleinbritannien. Und im Laufe der Jahrhunderte wurde aus Britannia dann Bretagne. Also eigentlich wurde das nur französisiert. Und die Insel, die wir heute Großbritannien nennen, nannten die Römer Britannia Major. Und die Insel passt auch perfekt auf die Beschreibung von Avalon. Und deshalb bin ich überzeugt, dass eigentlich Großbritannien Avalon ist. Denn die Geschichte von Artus spielt quasi in Kleinbritannien. Und sein Grab kann man heute noch in Großbritannien bestaunen. Vielleicht ist es wirklich einfach nur die Gründungsgeschichte von Großbritannien als großes Herrschaftsgebiet in Europa. Das sogar bei Jahrhunderten wird immer teilweise in Kooperation mit den französischen Königreichen regiert hat. Teilweise waren Könige von Großbritannien auch Könige in Frankreich und umgekehrt. Und deshalb sieht man heute noch in der englischen Sprache einen sehr starken französischen Einfluss, den man so krass in der deutschen Sprache gar nicht hat, weil einfach über Jahrhunderte hinweg Bretonen und auch andere nordfranzösische Völker sich quasi auch in Großbritannien niedergelassen haben. Was meint ihr zu diesem Gedankengang? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare und wenn ihr diese Idee nicht mal zu fragen, woher eigentlich bestimmte Sagen kommen oder wo bestimmte sagenumwobene Orte genau liegen, gut findet, gebt dem Video doch einen Daumen nach oben und schreibt mir unten in die Kommentare Tipps, worüber man noch ein vergleichbares Video machen könnte und ich denke, ich werde die Reihe fortsetzen. Ich sage an dieser Stelle wie immer Tschüss und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Meinst du eigentlich, die Wäsche ist fertig?